Krankheiten vorzubeugen und bis ins hohe Alter fit zu bleiben, ist Sport ein wichtiger Faktor. Mein Name ist Gregor Stumpf, ich bin Reha-Trainer von Bayer Leverkusen und ich möchte euch heute ein paar Tipps und Tricks zum Thema Sport und Gesundheit geben. Dazu habe ich euch einen meiner Spieler mitgebracht, diesmal Dominik. Hallo, ich bin Dominik Kohr und wir konzentrieren uns auf das Thema Warm-up. Vor jeder sportlichen Betätigung solltet ihr euch aufwärmen. Der Dominik zeigt hier mal exemplarisches Seilspringen. Das Aufwärmen dient dazu, das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren, genauso die Muskulatur und den Körper einfach auf die folgenden Belastungen vorzubereiten. Die Übung Seilspringen kann man auch variieren. Der Dominik zeigt das mal, indem man probiert, mal 2 Umdrehungen pro Sprung, jawohl, durchzuführen. Eine weitere Übung wäre der sogenannte Hampelmann. Das heißt, hier kriegen wir noch eine Bewegung mit in den Schultergürtel hinein und probieren dort auch die Gelenke und die Muskulatur auf die Belastung vorzubereiten. Das ist die Grundausführung, auch das kann man variieren. Der Dominik geht jetzt mal in so eine Schrittstellung dabei, jawohl, wechselt rechtes, linkes Bein, sodass wir auch hier eine Bewegung im Hüftbereich bekommen. Das sind dann 2 Möglichkeiten, wie man sich aufwärmen kann. Es gibt noch natürlich zig weitere Möglichkeiten, Übungen, die man durchführen kann. Und ihr solltet euch fürs Aufwärmen 5 bis 10 Minuten nehmen, um den Körper auf die sportliche Belastung vorzubereiten. Regelmäßiger Sport und Bewegung ist wichtig, um gesund alt zu werden. Deswegen werdet heute aktiv, um morgen fit zu sein.